Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich zu dem nächsten Livestream von der Transportfieber 2 Deutschlandkarte. Schön, dass ihr schon alle dabei seid. Ja, Blick auf den Essener Hauptbahnhof. Ein wenig früher als geplant, aber besser zu früh als zu spät. Und ich hoffe, ihr hattet alle bisher einen wunderbaren Samstag. Und wie immer die Frage am Anfang: Passt das vom Ton? Würde mich sehr freuen, wenn da mal jemand Feedback geben könnte. Ja, viele schreiben, danke für die Kanalmitgliedschaft beim Checko. Gar kein Problem, meine Lieben. Gar kein Problem, bitte, bitte. Essen Hauptbahnhof, Blondie, ja. Ton passt. Sehr schön. Ja, warten wir noch 2-3 Minuten, bis noch ein paar mehr eintrudeln. Dann machen wir die obligatorische Begrüßungsrunde hier am Anfang. Und dann bauen wir unsere Strecke weiter, die wir in der heute erschienenen Folge angefangen haben. Die ja dann von Erfurt über Kassel, Göttingen, Hannover, Bremen führt. Ich habe jetzt auch mal dem einen oder anderen, ist es aufgefallen, so ein kleines Overlay drüber gelegt. Neuesten Kanalmitglieder, neuesten Donations und unten rechts die Mitgliederanzahl. Benachrichtigung, wenn eine Donation kommt, das habe ich leider, ja, bin ja jetzt nicht so versiert, was das angeht, habe ich leider noch nicht hinbekommen. Mal gucken, ob ich das eventuell auch noch hinbekomme. DB, DB, DB. Was wir gleich mal machen, ist natürlich den Autosave an. Ganz wichtig. Ja, haben wir mal 15 Minuten. Nicht, dass da irgendwas verschütt geht. Wie gleich alle nach Checo fragen. Abgemacht ist nichts. Keine Ahnung, ob er heute noch vorbeischaut. Und dann machen wir mal eine kleine Begrüßungsrunde an alle, die schon da sind. BR 430 ist da, Thomas Schuller, der Mike, der darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir Didi Zockt, der Martin Heinrich Meyer, der Luca, der Ray Konsack, auch seit dieser Woche Kanalmitglied bei mir auf dem Kanal, der Gift, der Markus Brun, der Christian Krüger, der internetsüchtige Orca, Blondie Blau, Familie Klingel kann leider nicht dabei sein, aber wünscht viel Spaß. Danke dir. Der Simo Gamer, Andreas Richter, der Christian, Trainspotter Daniel, weiß ich nicht, hatte ich den gerade schon? Ich glaube ja. Eisenbahn und mehr. Dann haben wir Daniel Hannemann Schmidhuber, der Raphael, der gute Tom, der P. Klein, der Ozin Hartmann, der Björn Reisner, der Kirmes-Fan Eisenhüttenstadt und dann Lina Sarachu, Stefan Kleiner, Julian Pro 1, der Nürgül, Zwangshaft, der SGD-Löwe, der Train-Fan 10, der Gehannes 116 und der Leo Pro 3. Vielen lieben Dank, dass ihr schon dabei seid. Und Ibimsi grüße ich auch noch dazugekommen und natürlich auch herzlich willkommen an alle, die das Ganze im Stillen schauen, nicht schreiben können, wollen, sollen, dürfen, müssen, wie auch immer. Und an alle, die das nachträglich schauen, natürlich auch Hallöchen und vielen lieben Dank. Eisenbahn Omea ist gerade im Zug, wo geht's denn hin? Hallo Rico. Würde ich sagen, legen wir los. Ich habe die Grafik mal von hoch auf mittel gestellt. Denke, das ist ganz okay. Wenn wir das mal machen. Du bist ein Ehrenmann, Train Gamer. Ich frage mich bis heute, was ein Ehrenmann ist. Ja, unsere Strecke, die hier oben beginnt, im Erfurter Hauptbahnhof, einmal hier gleich in den Tunnel führt. Fahrzeugtrainee. Das sieht aber auch ein bisschen blöd aus hier. Ne? Das habe ich gar nicht so
gesehen, als ich das gebaut habe. Das noch einmal ein bisschen anders. Das bauen wir hier mal Stück für Stück und nicht so seltsam hier runter. Dann einmal hier rein. Sieht genauso aus wie vorher, ne? Und dann einmal glätten. Ich glaube, daran liegt es, dass das so ein bisschen seltsam aussieht. Ja, so wirkt das schon besser. Nach Duisburg fährst du, okay? Grüße an der Stelle aus Erfurt, nur 5 Minuten weg vom echten Erfurter Hauptbahnhof. Okay, dann mal Grüße zurück. Ja, wir fahren hier rein und dann fahren wir hier unten wieder raus. Aufgrund der Höhenunterschiede ging das hier leider ja nicht anders. Fahren hier wieder raus, fahren hier einmal in den Bahnhof Wilhelmshöhe hinein. Dann hier einmal unten drunter durch, unter der Schnellfahrstrecke nach Göttingen. Hier wieder in einen kleinen Tunnel nach Hannover. Und dann fahren wir ja hier hoch nach Bremen. Ne? Das ist der Plan. Was ist smoother? Ein bisschen smoother. Was ist smoother? Ein Ehrenmann ist jemand, der viel Ehre hat. Wenn dir jemand zum Beispiel einen Döner ausgibt, ist die Person ein Ehrenmann. Und warum bin ich dann ein Ehrenmann? Ich gebe doch gar nichts aus. Gebe ich was aus? Stefan Kleiner, vielen, vielen lieben Dank für die Donation. 10 Schweizer Franken. Viele liebe Grüße in die Schweiz. Danke, 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 mein Lieber. Jetzt können wir gleich mal ausprobieren, ob er oben in der Liste erscheint. Guten Abend, Martin. So, wie gesagt, wir wollen ja hier rein. Und hier war ich mir noch nicht sicher, wie wir von. Doch, wir fahren hier einfach. Minuten Verspätung. Oh Gott. Lieber Gott. Das ist natürlich krass. Ein Ehrenmann wegen den verschenkten Kanalmitgliedern. Ah, ich verstehe. Genau, hier haben wir ja den Kopfbahnsteig, der dann hier hochführt nach Bremerhaven und Cuxhaven. Und dann wollten wir hier weiter nach Oldenburg, ne? Leipzig ist in Deutschland, Blondie. Im Osten. Schönen guten Abend, Schmickis. Und dann fahren wir hier hinein. Ehrenmann. Ich kann mich mit diesem Begriff irgendwie nicht anfreunden. Ich habe das natürlich schon öfter gehört. Gibt es auch Ehrenfrau? Gibt es das auch? Weil ich habe schon öfter gehört, wie auch das weibliche Geschlecht als Ehrenmann tituliert wurde. Guten Abend, Timberjack. Und lieber Mike, vielen, vielen lieben Dank für deine 2 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Es geht schon wieder los, ne? Luca, das ist okay mit diesen Nachrichten, aber sobald irgendjemand sich im Chat natürlich davon irgendwie gestört fühlt, dann würde ich das doch, ja, wenn sich jemand gestört fühlt, kann er dir das natürlich auch selber schreiben. Und dann, ja, wäre ich sehr daran gelegen, dass jeder den Stream ungestört schauen kann. Hallo Bro, Neymar. Blondie, da musst du bei Urban Games nachfragen, ob Transport Fever 3 kommt. Das kann ich dir nicht beantworten. Oder fahren wir weiter nach Emden oder nach Oldenburg? Schreibt mal 1 in Chat, wenn ihr für Emden seid. Und 2, wenn ihr für Oldenburg seid. Jetzt muss ich natürlich ne? Muss ich mir merken. Ihr wisst ja, ich werde nächsten Monat 40. 1 für Emden und 2
für Oldenburg. Eins, eins, eins. Okay, die meisten sind dann für Emden. Dann fahren wir noch nach Emden, oder? Dann machen wir das. Machen hier aber einen Kopfbahnhof rein. Oder fahren wir doch nach. Oh, ich weiß nicht. Ich hatte ja noch vor, von Groningen über Enschede, Essen, Dortmund, Münster, Osnabrück nach Bremen. Und dann könnten wir natürlich noch eine Strecke machen, die vielleicht sogar hier vorbeiführt, ne? Trainfan 10, das weiß ich gar nicht genau. Ich muss aber noch für nächste Woche zwei, drei Videos aufnehmen für TSW 4, für Rosenheim Salzburg. Ich habe mit Checo gesprochen, Martin, aber wenn, wird das erst im Frühjahr passieren. Der Checo ist im Moment auch sehr zeitlich eingebunden. Wir wollen ja noch eine Strecke machen, die von Hamburg kommt. Hamburg, Bremen. Oder wir machen eine Strecke, die die Küste entlang fährt. Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg und dann hier oben lang. Wird dann aber hier nicht nach Lübeck. Doch, wir wollten ja hier nach Lübeck rein, ne? Hier rein und dann können wir hier wieder raus. Das war der Plan. Das haben wir, glaube ich, sogar schon in der ersten Folge gebaut, ne? Genau, dass wir dann nach Lübeck fahren, Wismar, Rostock, Stralsund und dann hier wieder raus, Greifswald und nach Usedom. Dass wir hier so einen richtigen Küstenexpress haben dann, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Würde mir Späßchen machen. Wartet mal eben, ich muss so kurz was einstellen. Ja. Dann fahren wir weiter nach Emden und dann starten wir den Küstenexpress vielleicht sogar schon in Groningen. So viele Pläne im Kopf. Jetzt bauen wir erstmal in Oldenburg den Bahnhof, dass wir hier unsere Metronomstrecke bald mal auf die Reise schicken können. Wie immer unsere deutschen Bahnhöfe hier. 240 Meter. Elias, ich grüße dich. Der Cargoverkehr dauert noch, Thomas. Das hatte ich aber schon oft gesagt. Erstmal den Personenverkehr hier einigermaßen in die Pötte kriegen. Das Problem auf der Karte ist einfach, wenn ich das nochmal schnell zeigen darf, wir haben hier halt nur ein paar Bauernhöfe und ein paar Kohlegruben. Ihr seht, das hier ist gar keine Industrie. Hier hinten haben wir noch ein paar Bauernhöfe. Wo sind die Kohlegruben? Hier hinten im Osten. Übrigens gab es auch den Vorschlag hier, einen S-Bahn-Ring einzurichten. Das werde ich dann auch noch in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Es gibt Österreich-Karten, Thomas, für Transportweise 2. Ah, Berlin ist schon der Wahnsinn geworden hier, ne? Wirklich heftig. Dann einmal hier den Bahnhof rein.
Den bauen wir aber mal diesmal am Stadtrand. Und ich wollte ja eigentlich das Ganze mal versetzt machen, ne? Guten Abend, Johnny White. Grüße dich. Ich wollte das ja folgendermaßen machen. Schaut mal, dass wir das jetzt hier. Ah ne, da können wir ruhig zwei Gleise nehmen. Das ist kein Problem. Nehmen wir nochmal weg. Zwei Gleise. Hier rein. Dann nehmen wir aber hier den Bahnsteig raus. Dann machen wir das folgendermaßen. Eins. Ach, das geht nicht wegen den Häusern da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dürfte dieselbe Länge sein, ne? Und dann nehmen wir die Plattformen und bauen mal so versetzt. Das finde ich eigentlich recht cool. Matti, schöne Grüße nach Italien. Ja, Patrick, hab mir mal so ein bisschen so ein Overlay gebastelt. Denke, das ist ganz nett so, dass wir das so ein bisschen versetzt hier haben, ne? Aber wir machen das so. Glaube, so blöd ist das nämlich gar nicht. Ah, das da. Natürlich nicht den. Den hier. Du wohnst in Italien. Dann, wie gesagt, liebe Grüße nach Italien und genießt die Zeit da, weil Italien ist echt ein schönes Land. Ja, Luca, das wird ja nicht der Originalring. 1 Million Passagiere geknackt. Da hast du recht, Markus. Autosave ist auch da, perfekt. Bin echt am Überlegen, ob wir dieses Jahr vielleicht sogar nach Italien in Urlaub fahren. So, das Ganze ein wenig versetzt, weil ich möchte hier gerne noch einen Übergang drüber bauen. Aber nicht so rum. Neymar ist am Spammen. Was schreibt er denn? Zwickau. Okay. Übergang. Rein. Einmal so. Aber erstmal brauchen wir hier natürlich auch. Patrick, ich habe immer vor, Progress zu machen, aber wäre auch nicht unhöflich sein. Und deswegen interagiere ich natürlich gerne mit euch. Und wenn wir mal ganz genau sind, der Progress, der wird ja eigentlich in den Folgen schon enorm gemacht. Und ich finde hier, der Stream ist immer so eine schöne, entspannte Runde. Kann man wunderbar mit euch quatschen. Moin, Lightning McQueen. Guten Abend, Squamato trippt. Und der Dominik Willisch ist auch da. Sehr schön. Schon wieder 100 Leute. Meine Güte. Das am Samstagabend. Machen wir auf die Seite auch noch Bahnhofsgebäude? Nö, würde ich gar nicht sagen, ne? Nee, das lassen wir.
dass wir hier den Eingang haben. Hier ist ja der Übergang. Und dann hauen wir uns hier Wartehäuschen rein, so. Einmal da, einmal da. Ein paar Bänke. Zack, zack. Hier ebenso, damit wir natürlich auch Bahnsteigsanzeige haben. Wie wir das hier ausgestalten. Danke, Mike. Das freut mich, wenn er gefällt. Ich würde hier halt tatsächlich schon gerne eine Absperrung hinbauen, ne? Kleinen Zaun. Sollte man hier, glaube ich, schon hinmachen, damit hier keiner auf die Gleise fällt. Machen wir von hier. Nur andersrum bauen. Einmal bis hier vorne. Seite auch. Ich glaube, da müssen wir nur links. Bisschen Schönbau. Und zack. Schön. Setz den Zaun auf den Bahnsteig. No. Könnte man eigentlich auch machen, ne? Stimmt natürlich. Wenn wir den so ein bisschen höher bauen, dann können wir den nämlich hier oben drauf setzen. Durch bis hier. Machen wir aber nur auf der Seite, damit da keiner runterfällt. Ich habe letztens gesehen, dass es die KVV Fahrzeuge im Steam Workshop gibt. Kann ich wirklich nur empfehlen, wäre cool, wenn du die auf die Karte bringen könntest. Okay. Der Metronom fährt hier, Hannes. Ja, Semmeringbahn ist cool, Thomas, aber cooler wäre es gewesen mit dem Railjet, ne? Das ist mal wieder so richtig typischer. Das heute Morgen auch, oder besser gesagt heute Mittag, in der Premiere von der Intercity Mitfahrt. Auch schon gesagt, jetzt kriegen wir es nicht mehr weg hier. Da war's. Zack. Ist natürlich für DTG, wenn die jetzt den Railjet mit reingepackt hätten auf die Semmeringbahn oder bei Rosenheim Salzburg, dann hätten sie ja nur einmal abkassiert mit der Strecke. Aber so sagen sie sich wahrscheinlich, Railjet, ja, gibt es, aber wir bringen ihn dann als einzelnes DLC raus und dann müssen die Leute ja nochmal bezahlen, wenn sie den fahren wollen. Und so machen wir zweimal Geld. Das ist halt die DTG-Taktik, ne? Aber nur gut. Wirtschaftlich gesehen natürlich super, aber uns gegenüber ist es natürlich ja nicht so super. Und dann einmal bis hier hinten.
Perfekt. So, nochmal ein Chat. Trains and Play, mein Lieber. Ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Nee, die Donations oben sind tatsächlich der Superchat, Squamato. Aber danke für deine Donation über Tippi. Er schreibt, ich möchte dir einfach mal Danke sagen für deinen Content, mein absoluter Lieblings-YouTuber. Vielen, 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 vielen lieben Dank, mein Guter. Also Tippi-Stream habe ich auch immer natürlich im Blick. Alles gut. Wann machst du ein Video, wo du vor 6 Jahren so komisch gesprochen hast bei Transport Viva 1? Hä? Was meinst du damit, Christian? Nightchat wäre auch cool, ja. Guten Abend, Train Gamer. Endlich schaffe ich es wieder mal live dabei zu sein. Letztens leider immer zu nur später angesehen. Auf einen guten Stream. Christopher, ich grüße dich und schon schön, dass du dabei sein kannst. Ja, der gute Trains in Play, schaut auch mal rein. Auch ein ja, befreundeter YouTuber, kann man sagen. Der auch wirklich tolle Videos zu TSW4 macht. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr freuen. Auch ein Kanal, der ja viel zu klein ist für den super Content, den er bringt. Die Treppe umdrehen. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Das stimmt natürlich. Ich euch nicht hätte, ne? So. Was bauen wir gerade? Im Moment bauen wir hier in Oldenburg den Bahnhof, schließen den nach Bremen an, fahren dann noch weiter nach Emden und dann richten wir die Strecke ein Richtung Erfurt. Das ist der Plan. Erstmal grob für heute. Dann schauen wir mal. Ich glaube, das willst du nicht sehen, Patrick. Nein, das möchtest du nicht sehen. Bin mir ganz sicher, dass du das nicht sehen möchtest. Einmal über den Fluss. Was ist das überhaupt die? Was ist denn das für eine Verbindung hier zwischen? Das ist doch der Rhein und das ist die Weser. Was ist denn das für eine Verbindung? Das sagt mir jetzt nicht, das ist der Mittellandkanal. Ist das der Mittellandkanal? Kann sein, ne? Darüber. Was wäre deine TSW-Traumstrecke? Für meine TSW-Traumstrecke wäre wirklich Kassel nach Göttingen, die Altbaustrecke, da ich die schon hunderte Mal gefahren bin. Weser-Ems-Kanal, okay, danke Luca. Und für mich einfach eine absolut tolle, auch von der Topografie eine tolle Landschaft ist. Das nehmen wir hier. Ich feiere ja die Viadukte hier. Das sage ich so oft. Brennerbahn, ja, ist auch schön. Wir könnten tatsächlich mal die hier nehmen. Die nehmen wir viel zu selten. Das hier einmal an. Und schließen das hier drüben an. Koblenz wäre auch mega. Also da würde ich mich auch sehr freuen. Das wäre auch eine super Strecke. Einmal glätten.
Wird es nochmal einen Zweitkanal geben? Ich hatte schon oft drüber nachgedacht, einen Zweitkanal aufzuziehen, aber noch einen zweiten Kanal nebenbei. Puh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wäre schon ein wenig, ja, neben der Arbeit, die ich noch habe, wäre das natürlich schon ziemlich krass. Ja, generell, Matti, finde ich das schon. Ich finde ja gut, dass er mit Japan, ja, das macht ja nicht die DTG selber, das macht ja Hatami, die Hatami oder wie heißt die Linie? Weiß ich jetzt gar nicht. Schluck Kaffee. Weiß gar nicht mehr, wer die baut. Finde ich ja eigentlich cool, dass jetzt mal ein neues Land dazu kommt, aber generell ist es halt sehr fokussiert auf Deutschland, Großbritannien und die USA, ne? Daniel Hannemann, Schmidhuber, MMOGA oder ja, so Seiten halt, da kommst du eigentlich immer günstig dran. Dir auch einen schönen Abend, Tom. Hier in New Brunswick haben wir noch viel Schnee bei minus 6 Grad. Heute Nacht bekommen wir minus 17 Grad. Aber wir sind das gewöhnt. Liebe Grüße, lieber Wolfgang Deutsch, nach Kanada. Ins verschneite Kanada. Liebe, liebe Grüße und schön, dass du reinschaust. Der Dominik schreibt gerade, dass Transport über 2 im Moment bei Steam mit 40% Rabatt ist. Welche Kaffeesorte trinkst du? Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt mal Mövenpick. Mövenpick Kaffee. Aber normal kaufen wir da den günstigen. Also ich bin da nicht so. Reicht, wenn ich an der Arbeit da schon ein paar teurere Kaffeesorten trinke. Also so viel Kaffee, wie wir trinken. Wir hatten auch mal eine Senseo, aber ja, das ist bei dem Kaffeekonsum, den ich und meine Frau haben, ist das dann doch schon ein bisschen teuer. Übrigens kann ich euch sagen, morgen gibt es das 30.000 Abonnenten-Special. Wir werden nostalgisch, sage ich es mal so. Sag mir was, Luca, klar. Wir werden nostalgisch um 12 Uhr morgen. Guck gerne rein. Für mich geht es morgen nach Ulm, da. Okay, hat er gelöscht. Okay. Ich würde jetzt hier aber trotzdem den Kopfbahnhof reinbauen. Von Groningen aus. Weiß ich nicht, müssten wir hier. Oder wir fahren hier hinten rum. Eins für Kopfbahnhof, zwei für Durchgangsbahnhof. Eins Kopfbahnhof, zwei Durchgangsbahnhof. Christian, wir werden nostalgisch. Das seht ihr morgen, was es wird. Zwei. Zwei, 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 eins, eins, zwei. Na, ich sehe schon mehr Einsen. Wisst ihr was, ich kann mich nicht entscheiden jetzt. Wir machen jetzt mal eine Umfrage. Kopf- oder Durchgangsbahnhof für Emden? Ist so einfacher. Also da sind viele Zweien, viele Einsen. Stimmt einfach mal ab. Squamato, wie gesagt, wir werden nostalgisch. Es geht um was, was es schon mal auf meinem Kanal gab. Mich mal aus der dunkelsten Ecke meines Archivs rausgekramt. Luca, sowas ist mir eigentlich egal. Er kann ja sagen, was er will.
Ich wäre nie so vermessen und würde sagen, ich baue besser als der oder besser als der. Jeder baut, wie er will. Und wenn er sich damit besser fühlt, dann sei es ihm gegönnt. Wie heißt der in Transimworld 4, der die Strecke Hannover gemacht hat, wo du gefahren bist? Hä? Ich bin nicht die Strecke Hannover gefahren, das war Dresden-Riesa. Der Intercity ging Richtung Hannover. Bei wem kommt die Abstimmung schon früher, wo er noch nicht mal fertig geschrieben hat? Das ist komisch manchmal, ne? Niederländische Züge kommen auch noch, ja. Das wird ein Video morgen, Thomas. Eventuell gibt es nächste Woche aber dann einen Livestream von Rosenheim, Salzburg. So, schauen wir mal, was die Abstimmung sagt. 53 Stimmen, 58 zu 42% für den Kopfbahnhof. Stimmt jetzt noch gerne ab, eine Minute läuft es noch. Der macht Playing, ist im Zug nach Bamberg, hört nichts, sieht aber alles. Für mich geht es morgen nach Ulm, da filme ich dann, was so fährt. Danach geht es mit dem geheimen Luxus-RE, der eigentlich ein Intercity ist, aber ab Ulm als RE verkehrt wieder nach Hause. Meinst du den Teppich-RE? So, ja, 56, 57% möchten den Kopfbahnhof. Dann bauen wir den Kopfbahnhof. Würde ich mal sagen. Dann bauen wir hier den Kopfbahnhof rein. Hier vorne. Rosenheim-Salzburg gibt es für Train Simulator Classic. Also ich habe die Strecke. Die gibt es von. Wie heißen die? Rosenheim-Salzburg. Rosenheim Salzburg Train Simulator. Da, bei RSSLU gibt es die. Dann hauen wir uns hier mal ein Kopfbahnhöfchen rein. Machen hier aber zwei Gleise. Nehmen hier rote Bahnsteige mit Oberleitungen. Und hinten ein mittleres Gebäude dran. Moin Nico, mein Lieber. Ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Nein, Instagram-Account gibt es erstmal keinen. Teppich, ey, wäre kein Luxus. Ja, das stimmt auch. Naja, die DTG wird ja keine Strecke machen, die schon eine andere Firma gebastelt hat. Das macht ja wenig bis gar keinen Sinn. Gut, dann verbinden wir das erstmal. Und dann wird die Strecke erstmal fertig. Weil das hier gleich anbinden sollte, das ja eigentlich passen, ist recht flach hier. Ja, das passt. Ich erinnere dich noch an was am Ende des Streams. Okay, Luca. Moin. Pliff XD. Österreichische Züge, nein, da wir ja quasi Nord- und Mitteldeutschland hier spielen. Autosave ist an, ja. Aber österreichische Züge wird es auf der River Ridge Mountains Map geben. Kommt morgen auch eine neue Folge? Nee, morgen nicht. Kommt morgen eine? Boah, ich bin so durcheinander. Ja, morgen kommt eine und Montag kommt auch direkt eine. Da haben wir dann die Strecke dann mal fertig gebaut. Doch, der Railjet fährt. Was erzähle ich hier für einen Blödsinn? Klar fährt der Railjet. Der fährt auf der Schnellfahrstrecke. Railjet. Aber der von den tschechischen Staatsbahnen.
Und der Thales fährt. Aber das ist ja kein österreichischer Zug. Gut, dann haben wir den Abschnitt fertig. Den Bahnhof noch gleich einrichten hier, dass wir den gleich schön haben. Was hältst du von dem neuen Simulator da? Meinst du Train Planet? Wo ist der Checo? Alle wollen Checo. Checo ist bestimmt kaputt. Ja, der hat ja heute Kindergeburtstag gehabt, heute Morgen. Wahrscheinlich haben die ihn so gefordert und gefördert. Der liegt wahrscheinlich auf der Couch und schläft. Aber ist ja kein Muss, dass er hier einschaltet. Freue mich natürlich immer, wenn er da ist, aber ist ja niemand gezwungen, hier einzuschalten. Was nehmen wir hier für Gebäude? Machen wir an die Seite die. Einmal, zweimal. So. Und hinten dran das große. Boah, das ist gar nicht so verkehrt. Können wir nur die hier noch ein Stück weiter nach unten schieben? Squamato, der, ja, es haben auch viele selber Kanalmitgliedschaften abgeschlossen, aber vor 2 Wochen im 30.000 Abonnenten-Stream, da hat allein der Checo 25 Kanalmitgliedschaften verschenkt. Der Verrückte. Da war wirklich Eskalation in dem Stream. Das war schon nicht mehr feierlich. Ich fast Herzinfarkt bekommen. Heute ist zum Glück ein bisschen ruhiger. Da sind meine Nerven ein wenig geschont. Das Doofe ist, ich mag ja echt die deutschen Bahnhöfe, aber wir haben hier ab 2000 haben wir keine neuen Sitzgelegenheiten mehr. Ne? Das ist irgendwie. Hier machen wir auch einfach nur mal. Ja, hier sind. Ja, hier haben wir ja schon Treppen. Bis gleich, Schmiggis. Mit der Straßenbahn von Gemünden. Guten Abend, Beckenbacher. Grüße zurück in die Schweiz. Ja, mit Straßenbahn kann ich mich nicht so anfreunden, was das angeht. Zack, 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 zack. Und dann machen wir hier noch Sitzgelegenheiten. Und hier hinten. Die haben keinen Zugang. Italienische Züge, was ist damit, Matti? Danke, Squamato. Freut mich, dass dir mein Kanal gefällt. Nehmen wir die hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Auf der anderen Map, boah, gucken wir mal, ob wir da italienische Züge nehmen. Namen Maurice. Ist auch nicht so wild, dass die keinen Zugang haben. Soll halt einfach nur schick aussehen. War ich auch bekloppt, dass die keinen Zugang haben, weil die haben ja eine Treppe, ne? Eicher sind befreit, ne? Aber na gut. Ziehen wir hier mal die Straße direkt davor. Warte mal eben. Glätten wir mal ein bisschen, oder besser gesagt, wir heben das mal auf eine Höhe. Na. Zack. Zack. Und hier auch. Einfach nur aus Optikgründen, ne? Ziehen das hier auch parallel mit. Mike.
seit 10 Monaten jetzt schon Mitglied auf meinem Kanal als Fahrdienstleiter. Beste Grüße an den guten Traingamer, Mike. Viele liebe Grüße zurück. Sehr, sehr treuer Zuschauer. Die DB hat ihre Sitzgelegenheiten seit 2000 ja auch kaum verändert. Bei den neuen Bahnsteigen wird heute sowieso nur noch... Ja, das stimmt natürlich. Wie machst du das mit dem Schriftzug oben? Das mache ich über Tippy Stream. Das kannst du dir da einstellen. Okay. Wir könnten aber natürlich hier an die Seite noch Treppen bauen. Machen wir hier so noch eine Treppe. Machen hier noch einen Fußweg. Die Leute nämlich auch von hier reingehen. So. Zack. Und hier genauso. Diese Mod, ne? Build with Collision ist einfach so genial. Kannst du mich Matti nennen? Okay. Ja, die roten Wartehäuser finde ich auch mega. Tipp für alle Schweizer hier im Stream. Morgen streamt ein Schweizer YouTuber auf Twitch. Soll aber nicht Werbung sein, sondern nur als kleine Info. Alles gut, Thomas. Alles gut. Kannst sogar sagen, wer. Das ist gar kein Problem. Weil hier keine Links mit Links um sich geschmissen werden. Alles gut. Ich bin ja froh über jeden, der auch Transportweaver spielt. Schön. Dann können wir jetzt den Metronom fahren lassen. Müssen wir noch ein paar Signale bauen. Und dann passt das schon. Einmal die Weiche hier rein. Ich glaube, in Erfurt haben wir es schon. Ich verpasse gern mal Nachrichten, Luca. Das ist nichts Neues. Bei so vielen, die hier reinflattern. Ist immer ein schmaler Grat zwischen Content bieten und den Chat lesen. Wir könnten aber eigentlich auch gleich hier reinfahren, ne? Da gibt es da eine Kollision hier. Ja, die Bahnhofsgestaltung, die war mal besser, das stimmt. Durch dich und Checo komme ich nicht mehr weg von dem Game. Ja, servus, Maurice. Ich bin übrigens auch von den, kurz vor den 2000 Stunden in Transportweaver. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ja, nehmen wir die hier nochmal raus. Das wird erstmal die Linie zerschießen. Ziehen dann hier die Gleise raus. Das hier einmal gerade hinaus. Und erstmal die beiden. Ach Mann. Gerade. Na. Da wollte ich drauf. Die Strecke, das ist ja ein Durchfahrgleis. Hauptsache, die Strecke ist hier erstmal rausgeführt, damit wir die Brücke wieder bauen können. Den Rest können wir dann machen. Hier ist auch noch ein Bahnsteiggleis. Heieiei. Der Bahnhof in meiner Heimatstadt hat seit Wochen defekte Aufzüge und das Fundament von der Überdachung ist auf einem Bahnsteig fast weggeschimmelt.
Das ist schlecht, wenn die umfällt und da steht ein Zug oder fährt ein Zug durch. Boah. Das ist dann nicht so gut. Was machen wir mit dem Gleis hier? Das sind die mit den mehreren Terminals, ne? Genau, die 8 und die 12. Könnte man dann auch einfach Kopfgleise machen, ne? Das wird das hier auch mit reinführen. Zack. Ja, ich zock das auch fast täglich, die. Straße wieder drüber. Bus und Tram. Ich hoffe, das geht. Aber ja klar, dass das nicht geht. Das war die hier, ne? Doch, geht. Perfekt. Sehr schön. Sieht nur ein bisschen doof aus hier. Die Aufzüge sind seit dem Hochwasser defekt, weil das Wasser drin stand. Guten Abend, Volker. Grüße. Gut, das hätten wir rausgebaut. Dann machen wir jetzt noch Kurve nicht gerade. Welche Kurve ist nicht gerade? Eine Kurve ist doch nie gerade. Ihr macht mich fertig. Gut, Signale und dann kann es losgehen. Durch den langen Tunnel, der hier leider nicht vermeidbar war. Italien-Map bastelst du? Das hört sich auch schön an. Bei mir war einen Monat lang ein Aufzug gesperrt und das Problem war, dass es in diese Richtung keine Rolltreppe gegeben hat, nur Treppe. Na super. Bin erst bei der ersten Personenlinie von Rott am Inn bis Prien am Chiemsee. Spielst du die Chiemsee-Map, die ich auch gespielt habe? Kann ich nur empfehlen. Die war wirklich super. Oder ist super. Na, erinnert euch an Traunstein? Das war ja wirklich nicht mehr feierlich. Ich bin froh, dass die Bahnhöfe bei uns in und um Hannover im Jahr 2000 alle zur Expo erneuert wurden und somit noch gut ausgestattet sind. Ja, das ist dann natürlich Jackpot, ne? Können auch mal hier laufen lassen. Immer im Pausenmodus spielen. Moin, bin jetzt wieder da, aber kaum kommt man von Arbeit heim, ploppt auf meinem Handy die Benachrichtigung über den Livestream auf. Oh, das tut mir aber leid. Lieber Eisenbahn und Feuerwehr Dresden, das tut mir richtig leid, dass ich live gegangen bin. Ich glaube, dass wir dann, müssten wir eigentlich mal machen, ne, den ÖPNV mal aktualisieren, gerade in Hannover. Ich verfolge deine Leiter deines Streams nicht, wollte fragen, was dein Projekt ist. Deutschlandmap spielen wir. Geht aber nur bis ja, Fulda, also bis knapp zur Mitte.
Allein Hannover Messe Laatzen ist ein geiler Bahnhof, der eigentlich völlig überdimensioniert ist. Da war ich auch schon zur CeBIT. Aber so richtig erinnern kann ich mich da gar nicht mehr dran. An den Bahnhof. Du, ein Train-Fan, baut an der Chiemsee-Karte. Dann mal viel Spaß euch beiden. Strecken sehen immer, wenn man die baut, so mini aus, ne? Aber dabei sind die so überdimensioniert auf dieser Map. Das ist wirklich krass. Support ist kein Mord. Das ist auch so ein Spruch, der sich so durchgesetzt hat bei allen Influencern, ne? Aber ja, Support ist kein Mord. Aber Support ist auch kein Sport. Ja, 218er gehen immer. Haben wir ja hier auffahren als Sylt-Shuttle. Morgen gibt es übrigens die Mitfahrt von der Hochbahn. Morgen Nachmittag. Die habe ich dann auch endlich mal aufgenommen bekommen. Und Signale ohne Ende. Hier den Bahnhof haben wir. Doch, den haben wir schon ausgestattet. Genau. Der ist schon ausgestattet. Mensch, 130 Zuschauer fast. Ich werde bekloppt. Dann hier hinein. Na, das geht mir auch immer so, Patrick. Man freut sich immer auf die Neuzeit. Aber die Züge aus den 60ern, 70ern, 80ern sind halt auch total mega, ne? Immer so ein schmaler Grat. Guten Abend, Tim. Schön, dass du reinschaust. Mit Minecraft hast du angefangen. Was hast du denn da angefangen? Ach, die Deutschland-Map, ne? Schön. Das hätten wir. Sehr, sehr cool. Den Bahnhof Wilhelmshöhe gibt es, glaube ich, seit 1991. Wartet, lasst mich gucken. Den gibt es noch nicht so lange. Bahnhof Wilhelmshöhe gibt es seit, ich glaube, 91. Ja, 29. Mai 1991. Grüße aus Berlin, Grüße zurück. Ich hatte da auch was im Kopf, Thomas. Markus, Entschuldigung. Ich glaube, ich wollte hier den anderen Bahnsteig anfahren, ne? Aber ich frage mich, ich hatte das eben, als wir das hier angeschlossen haben, auch im Kopf. Und dann habe ich mich gefragt, immer im Kopf in Gedanken, aber warum? Kann du auch den anderen nehmen? Und dann habe ich es gemacht. Ach, ich weiß wieder warum. Weil ich Hamburg, Bremen, Osnabrück, Münster, Dortmund, Essen, Enschede, Groningen fahren wollte. Aber geht ja auch so, ne? Jetzt fahren wir halt hier runter, fahren in den Bahnsteig und dann fahren wir hier einfach als Überwerfung drüber. Das geht ja auch, ne? Hallo Daniel. Gut, ich setze euch mal kurz in Zug. Mein Kaffee ist alle und ich muss mal für kleine Train Gamers. In was setze ich euch? Ich setze euch mal in Sylt Shuttle. Warum nicht?
Wo ist es? Da ist es. Könnte mal eine Runde über den Hindenburgdamm fahren mit der schönen 218er und ich immer schnell für kleine Train Gamer. Bis gleich. So, meine Lieben, da wäre ich wieder. Springen wir hier mal wieder raus. Waren wir schon über dem Damm? Nö, waren wir noch gar nicht, ne? Aber nur gut. Dann ist das so. Dann richten wir mal die Linie ein. Kaffee geht immer, Patrick, Kaffee geht immer. Daniel, wir haben die Strecke fertig gebaut nach Emden. Von Bremen über Oldenburg nach Emden. In Oldenburg haben wir mal so einen schönen versetzten Bahnhof gebaut. Hier könnten wir aber eigentlich erstmal noch einen Bahnübergang hinbauen, ne? Die 218 hat sich am Flugzeug. Na komm, lieber Autosave. Wart ihr schon über den Damm? Einmal hier rüber. Wieder die Qual der Wahl hier noch. Mit den BÜs. Ganz nett. Puh, welches Straßenpaket ist das? Oh, ihr fragt mich immer Sachen. Das weiß ich gar nicht. Also das hier weiß ich nicht. Ich weiß, das normale ist das Better Roads UK Pack. Dann aber der gute Mike hat dem Martin eine Mitgliedschaft geschenkt. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Mike.
Ach, du bist ein Verrückter. Und herzlich willkommen, Martin, in der Riege der Kanalmitglieder. Ja, für Kanalmitglieder gibt es übrigens, ich habe da mal so ein bisschen getüftelt die letzten 2 Wochen, weil wir jetzt schon fast 80 Kanalmitglieder sind. Habe ich, ja, es gibt ab und zu mal so ein paar Umfragen, schon mal vorab, bevor alle die kriegen, schon mal so vorfühlen bei den Mitgliedern. Da kriegt ihr ab und zu Bilder von den Projekten. Also eigentlich regelmäßig, mindestens alle 2, 3 Tage gibt es so ein paar Sneak Peeks der kommenden Videos. Und es gibt, wenn ich das schaffe, aber hat bisher eigentlich immer gut geklappt, seit ich das eingeführt habe, immer einen Upload-Plan für den kommenden Tag. Und was es hier gibt, ist noch eine Treppe. Hier können wir eigentlich noch eine Treppe reinbauen, ne? Machen wir hier eine Treppe rein. Dann machen wir hier noch einen Abriss der Zäune. Wo die Treppe ist. Na. Verklickt. Zack. Und zack. Und der Lightning McQueen verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft an den lieben Björn Reisener. Björn Reisener, herzlich willkommen auf meinem Kanal unter den Kanalmitgliedern. Sehr, 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 sehr nice. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich unten rechts die Zahl automatisch aktualisiert. Wie gesagt, ich bin da noch im Neuland, was das angeht. Da bin ich mal gespannt, ob die Zahl sich automatisch aktualisiert. Liebe Grüße zurück zum Chiemsee, lieber Eisenbahn am Chiemsee. War da schon zweimal im Urlaub. Ist ja jetzt auch die Strecke Rosenheim-Salzburg erschienen. Oder besser gesagt, erscheint demnächst, übermorgen, nee, nicht übermorgen, am 27. übermorgen für TSW. Na, so. Das ziehen wir mal direkt hier am Gleis entlang und dann gehen wir einmal hier rüber. Sind im NEP-Mod die ganzen Assets mit dabei, die man hier sieht? Was meinst du mit ganzen Assets? Also im NEP-Mod sind eigentlich keine Assets bis auf Felder mit drin. So ein paar Texturen. Ah, okay. Das ist ja super, weil als ich das ausprobiert habe, hat das nicht geklappt, aber ja, ist auf 80 gestiegen. Cool. Das ist super. Ich wollte auch anzeigen, wie viele Abonnenten ich habe, aber YouTube gibt da immer nur, wenn du unter 10.000 Mitglieder bist, zählt das auch bis zur Tausender Stelle. Aber wenn du über 10.000 Mitglieder bist, ja, bis zur Tausender, bis zur Einer und zur Zehner Stelle. Wenn du bei über 10.000 bist, zählt das nur noch in 100er Schritten. Und ja, das kann man sich dann auch sparen, sich das anzuzeigen hier. Weil dann sieht man ja nicht, wenn 10, 20, 30 neue dazugekommen sind. Ne? Guten Abend an alle. Ich habe mal eine Frage. Wenn ich eine große Karte spiele und knapp 200 bis 300 Mods dazu nehme, habe ich nur Ruckelprobleme. Ohne Mods habe ich keine Probleme. Jemand eine Lösung für mich? Ja, das bedeutet, du brauchst einen besseren PC. Oder musst deine Einstellung runterschrauben. Ja, der Patrick schreibt es auch. Der Björn Reisener bedankt sich auch und sagt auf Hawaiisch Mahalo. Heißt wahrscheinlich Danke. Liegt vermutlich am RAM, sagt der Lightning McQueen. VL Sports, es gibt eine Modliste unter jedem Video. Gibt es eine Modliste von mir? Zecke Tobias, mein Lieber, schön, dass du reinschaust. Schönen guten Abend, Tobi. Auch ein treuer Zuschauer bei mir. Das geht natürlich auch, Maurice, dass da eine Mod dabei ist, die nicht richtig kompatibel ist. Das könnte auch das Problem sein. Hier auch noch eine Straße davor. Muss man natürlich alles hier erstmal einrichten, ne? Und ich habe gesagt, wir müssen dann auch noch in Hannover und so den ÖPNV neu machen. Aber erstmal sollten wir natürlich schauen, dass der ÖPNV zum Beispiel hier in Oldenburg eingerichtet wird. Ne?
aber gefällt mir ganz gut hier. Machen wir hier noch einen Bahnübergang rein. An der Stelle. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Hier nehmen wir mal den. Es ist schon wieder 21.39 Uhr, ne? Wie schnell die Zeit immer vergeht, wenn man baut. Das auch, wenn ich die Folgen aufnehme manchmal, denke ich mir, oh, hast ja erst 20 Minuten. Da gucke ich auf den Timer, was? Schon über eine halbe Stunde rum. Das ist immer so eine Sache. So. Das passt mir erstmal gut. Hier haben wir es ja eh. Und der Martin bedankt sich auch für die Mitgliedschaft. Sehr schön. Hier in Bremen machen wir das selber. Machen wir auch hier eine Straße lang. Hier ist es nur, außer wäre das ein bisschen höher. Tatsächlich ein bisschen höher. Wir haben schon 5 Milliarden haben wir jetzt. Also, ich habe ja vor einer Woche im Stream runtergestellt auf 1 Milliarde, ne? Und dann hatte ich ja in einer Folge diese Woche nochmal ein bisschen was zurückgezahlt. Wir haben jetzt 5 Milliarden. Das ist der Wahnsinn, ne? Also, da braucht mir keiner mehr sagen, ich spiele hier nicht wirtschaftlich. Das ist wirklich absolut der Wahnsinn, was wir hier an Geld verdient haben mittlerweile schon. Warum snappen das zurück? Hey. Dann machen wir es halt so. Servus, Bastler. Grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Hier mache ich aber noch keinen Bahnübergang. Das stimmt, Dominik. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne. Also die Folgen sind dann immer Progress. Und hier würde ich, wie gesagt, im Stream ist es halt einfach, ist halt einfach entspannt. Ne? Neue Linie. Und dann richten wir das Ganze ein. Von Emden fahren wir nach Oldenburg. Nach Bremen. 4 Milliarden plus gemacht, ja. Nach Hannover. Was dann auch endlich mal eine RE-Linie bekommt. Dann fahren wir nach Göttingen, was dann auch endlich mal ans Netz geht. Ne? Fahren weiter nach Kassel, was dann auch schon 3 Linien hat. Alle Bahnsteige dann belegt hier. Sehr cool. Und fahren hoch nach Erfurt. Hier ins Kopfgleis. Gucken wir gleich mal Mike, wie es in Braunschweig aussieht. Halten hier. Nach Göttingen. Fahren dann zurück nach Hannover. Über Bremen. Über Oldenburg. Nach Emden. Ich habe einen Intel 9 und 128 GB Arbeitsspeicher und RTX 4060 Ti. Ich habe einen Intel 5, 32 GB Arbeitsspeicher, eine RTX 3060 mit 12 GB Arbeitsspeicher. Und bei mir läuft das alles super. Also ich kann dir ganz klar sagen, Prozessor und Grafikkarte ist nicht alles. Du brauchst halt auch Festplatten, die eine hohe Schreibgeschwindigkeit haben. Sonst hast du da einen enormen Flaschenhals. Du brauchst natürlich auch ein gutes Mainboard. Also wie gesagt, Prozessor und Grafikkarte ist nicht alles. Bau noch ein paar Düsseldorfer Bahnhöfe, dann ist das Geld wieder weg. Ja, Dominik, das stimmt. Wie nennen wir die Linie?
Mal ein paar Vorschläge. Wie nehmen wir die Linie? Thorsten, hast du NVMEs verbaut? Schnarchender Hund. Thorsten, bei dir würde ich eher eine Mod in Betracht ziehen. Hab einen Ryzen 7 der ersten Gen und hat dann. RE50, RE2, RE8, RE12 haben wir schon, Mike. RB101, ME40. Metronom, RE3. Was für Bezeichnung haben die Metronomen? Ich glaube, die haben sogar MET, ne? ME oder MET? Ja, Patrick, das Problem kenne ich. Auf Verkehr habe ich auch nie Bock. Der RE1 fährt wirklich zwischen Hannover und Emden. Wartet mal. Metronom. Metronom. Hannover, Göttingen. Hannover, Göttingen. Ah, den Enno gibt es auch, ne? ME heißen die. ME. Der RE2. Uelzenzeller, Hannover, Göttingen. Nehmen wir den RE2. MET ist Metropolitan. Ja, stimmt eigentlich, ne? Also hier die Karte ist halt extrem, ne, Thorsten? Das ist wirklich, also wir haben ja hier Städte teilweise mit, das ist ja absolut krank, ne? Also so viele Sims auf einer Karte hatte ich noch nicht mal zum Ende von der Bodensee oder der Chiemsee-Staffel. Also das ist wirklich extrem. Und trotzdem läuft es eigentlich, wenn ich hier mal gucke, wenn ich jetzt hier so schaue, ein bisschen laufen lasse. Habe ich 22, 23 FPS. Also das ist voll okay für so eine Kartengröße. Und in dem Bildausschnitt habe ich sogar jetzt 40, 45. Naja, also das ist wirklich okay. Also ich kann auch immer nur empfehlen, wenn ihr jemanden an der Hand habt, lasst euch euren PC zusammenstellen von jemandem, der echt Ahnung hat und nicht so ein Fertig-Blödsinn kaufen. Was wollte ich jetzt nehmen? RE2, ne? RE2. RE2 haben wir noch nicht, ne? Haben wir RE2 schon? RE11, 12. In der City. Ne, das haben wir noch nicht. Gut. Dann nehmen wir hier RE2. Erfurt. Autosaved nach Emden. Also, was für eine Strecke. Ja, Patrick, mir geht es genauso. Mein Vater, der hat mir auch meine letzten 13 CDs, genau, PCs zusammengebaut. Genau, Peskit sagt es auch, wenn man das Spiel lädt, immer erstmal über die Map fliegen, dann hat er alle Dateien erstmal reingeladen und dann läuft das. Bis wann mache ich heute überhaupt? Schauen wir mal. Wie gesagt, ich muss eigentlich noch ein paar Sachen aufnehmen für TSW, weil ja am Dienstag dann die neue Strecke erscheint. Rosenheim-Salzburg, da müsst ihr noch ein paar Sachen aufnehmen. Aber wir schicken jetzt erstmal hier die Züge los. Die Metronomes. Sehr schön. Ach so, bevor wir das machen, der gute Mike wollte ja mal gucken, wie es in Braunschweig aussieht. Braunschweig ist schon, ja, hat sich jetzt auch hier ausgebreitet. Hat jetzt mittlerweile schon 903 Einwohner. Ist schon ordentlich gewachsen. Das gefällt mir aber gar nicht hier, Mike. Da müssen wir mal ran. Müssen wir mal wegnehmen. Die Tram.
Macht minus. Aber das ist auch gar kein Problem. Dafür ist der Bahnhof voll. Das ist der Wahnsinn. Generell die Linie hier, die macht auch. Sogar die beste Linie, die wir haben. Tatsächlich. Wow. Beste Linie, die wir haben. Das hätte ich so gar nicht gedacht, aber krass. Was haben wir gemacht? Wir haben nur die Strecke fertig gebaut hier nach Emden. Also den Abschnitt hier von Bremen nach Emden. Und jetzt werden wir die Züge losschicken. Da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Die Metronome auf die Karte zu bringen. So, da haben wir natürlich auch die richtigen Lokomotiven. Das müssen die 146er sein, die Trucks. Hier, da haben wir sie. Da haben wir auch viele verschiedene. Nehmen wir hier erstmal ein Niedersachsen-Ticket. Und hinten dran, da sind sie. Ganz, 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 ganz viele Doppelstockwagen. Twenge mal 6 oder 8 Metronomwagen mit den bunten Aufklebern und normaler Lackierung, Hoch- und Tiefeinstieg. Johnny White, mein Lieber, 5 Euro donated. Vielen, vielen lieben Dank. Hi Train-Gamer, was hältst du von einem Liniennetzplan für die Essener Straßenbahn? Ein Liniennetzplan? Was genau meinst du damit? Also Liniennetzplan ist eigentlich immer nicht so schlecht. Aber was genau meinst du damit? Meinst du im Spiel oder in der Realität oder? Mal ganz kurz gucken, wie lang der Bahnhof hier war. Ich habe es wieder vergessen. Kennt mich ja. Das sind 180 Meter, ne? Das muss 180 sein. Ja, 180 Meter. Hey, ich würde mich dann noch freuen, wenn es den neuen Siemens C0 auch mit U-Deck-Lackierung oder DB-Lackierung gibt und auch in 5 oder 6 Teile rauskommt. Ja, da würde ich mich auch drüber freuen, aber da habe ich leider überhaupt gar keinen Einfluss drauf, was da wie rauskommt. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder. Das Ganze falsch gemacht. Einmal den Steuerwagen Unterelbe. Nehmen wir hier ein neues Design. Also ich übernehme natürlich auch überhaupt gar keine Haftung, dass hier die Wagenreihung stimmt. Ne? Das ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Hauptsache sieht schön aus. 180 Meter genau. Das sind 330 Kapazität mit Tannenbaumabteil. Aha. Mit Reservierung nehmen wir auch noch mal dazu. Dann sind wir schon bei 108. Und dann nehmen wir noch hier. Und vorne dann natürlich die 146er dran. Das System der Straßenbahn in Essen auf der Karte ist vielleicht etwas übersichtlicher mit einem Liniennetzplan. Aber was genau meinst du damit? Soll ich jetzt. Ich verstehe es nicht. Das tut mir voll leid, dass ich es nicht verstehe. Ich weiß nicht, was du genau meinst. Wunderschön, oder? Also, das ist schon stark. Das ist schon schön. In die Gegenrichtung nehmen wir hier unterwegs mit Freunden. Und den Steuerwagen nach vorne. Und hier machen wir es aber mal ganz simpel. 1, 2, 3. Steuerung natürlich nach vorne und gib ihm.
dachte, vielleicht ist ja jemand im Chat, der sich damit auskennt. Okay, lieber Johnny. Ja, wenn das jemand machen möchte, natürlich immer bei mir melden. E-Mail ist in der Kanalbeschreibung. Ja, im Sommer sollen dann auch Mods für den Konsolen erscheinen, also verfügbar gemacht werden. Tiefeinstieg finde ich eigentlich cooler. Mein Rechner ist mit meinem Bekannten, der ein Computer-Nerd ist, zusammengestellt worden und hatte ja eine mittlere Karte gespielt und die war sehr groß gewesen. Da gab es keine Probleme. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, mein Lieber. Kannst noch einen Wagen dran machen, sagt der Tobi. Dann machen wir das doch, oder? Das sind, wie lang ist der? 154. 154. Ja, wir lassen das aber so. Ich meine, die Kapazität ist ja okay mit 583. Haben wir schon 6 Stück, ne? Und hier ist ja natürlich wieder die goldene Frage, wie viel Fahrzeuge wir hier überhaupt brauchen. Das ist immer die Frage, ne? Squamato trippt, mein Lieber. Hat einfach nochmal 5 Euro über Tippi dagelassen. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Schreibt heute die Spendierhosen an. Beste Grüße, vielen, vielen lieben Dank, ihr Verrückten. Unglaublich, was ihr hier an Support raushaut. Ich könnte auch den Enno benutzen, ne? Das stimmt. Naja, Züge brauche ich noch mehr auf der Linie, klar, aber wie viele insgesamt? 6. Oder Chat länger durchhält. Definitiv der Chat. Alles gut, Tobi, alles gut. Vorschläge sind immer gut. Aber wir haben ja die Kapazitätsmod. Ja, aber Thorsten, das ist auch ein Stück normal. Also auf der Karte hier, schau mal hier, da ruckelt es auch und ich kann auch nicht mehr vorspulen. Hier. Das ist normal. Das liegt ein Stück weit gut auch am Spiel. Da kannst du und dein PC eigentlich gar nichts dafür. Ja, die meisten sagen 6 Züge. Denke, das ist gut. Nee, Maurice, die nächsten 2 Folgen von der neuen Map sind schon im Kasten und eine kommt morgen, eine kommt übermorgen. Daran liegt es nicht. Eher an TSW4. Bisschen was aufnehmen für die neue Strecke Rosenheim-Salzburg. Gut, ich denke, der Abstand ist erstmal okay. Dann schicken wir hier auch noch mal welche raus. Pause, bis wir die Züge zusammengestellt haben. Hier machen wir auch mal den Steuerwagen voraus. EEP kenne ich auch, habe mich damit aber auch noch nie so wirklich beschäftigt. Soll sehr teuer sein, habe ich mal gehört. So, Funktionsbeklebung, Ruhezone und dann nehmen wir hier zweimal mit Reservierung und einmal mit Fahrradabteil und dann Lokomotive. Eine Lokomotive noch hinten dran. Wo waren sie da? Dann nehmen wir hier mal 10 Jahre und auf geht's. Der Metronom in Erfurt. Ich glaube, das gab es auch noch nie. Ja, das mit der Werbung, Mike, das ist echt schwierig auf YouTube. Ich glaube, seit November oder so gibt es das auch in Livestreams mit der Werbung.
erste, zweite Klasse und dann nehmen wir hier zweite Klasse mit Ruhezone. Dann nehmen wir aber mal so ein paar Tannenbaumabteile, das ist eigentlich auch cool. Und hier Zug der Ideen. Ja, auf der Strecke fahren wirklich nur Metronomen. Ja, ich habe das bei Checo auch immer. Der Thomas Schuller sagt, der hatte noch keine Werbung. Ich habe das beim Checo auch oft, dass da viele schreiben, Werbung, Werbung. Ich gucke da eine Stunde zu, habe nicht einmal Werbung. Das ist echt komisch. Was tippst du eigentlich für morgen Abend? Wir mögen ja beide den gleichen Verein, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, Tobi, das stimmt. Der BVB, die Bayern haben ja, aber ich gönne es ihnen nach drei Niederlagen in Folge heute mal wieder gewonnen. Aber natürlich auch mehr schlecht als recht in der, glaube ich, 91. Minute gegen Leipzig. Also souverän war das wieder nicht. Ich glaube, gegen Hoffenheim, boah, weiß ich nicht, morgen. Die Saison ist eigentlich eh gelaufen. Sie sollen sich jetzt auf die Champions League konzentrieren, dass sie sich da qualifizieren fürs nächste Jahr und vielleicht ins Viertelfinale einziehen, noch ein bisschen Geld einsacken in der Champions League und mal gucken, vielleicht kommt man dann ja noch ein bisschen weiter. Aber ja, bin immer froh, wenn wir nochmal drei Punkte einsacken, aber ich denke, morgen gibt es ein Unentschieden. Grüße zurück, frische Reibung nach Jena. Ludmiller vom Erfurter Bahnservice, das ist nice. Das ist nämlich ein richtig cooles Design. Bastler74, liebe Grüße und Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft. Lieben Dank, ein neuer Zugbegleiter. Damit wären wir jetzt 81 Mitglieder. Der Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Chiruno ist cool, ja. Der Kiss kommt ja auch noch. Das ist, den haben wir ja. Den haben wir sogar von der Odeck. Ne? Ist das nicht Odeck? Odeck ist das, ne? Oder? Lass ich kurz gucken. Hier. Der Odeck, genau. Das kommt noch im Berliner Raum. Definitiv. Könnt ihr euch drauf verlassen. Aber alles nach und nach. Ich weiß, jeder hat seine Lieblingsstadt. Lahilus Meinung zum HSV. Ich glaube, das habe ich schon mal hier gesagt. Ja. Das ist eine Neverending Story. Und ich, ja, finde es ein bisschen schade für den guten Steffen Baumgart, dass er da wirklich Trainer geworden ist. Wir werden auch dieses Jahr wieder nicht aufsteigen. Ich weiß es ganz genau. Lieber Thorsten, vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Auch du bist ein neuer Zugbegleiter bei mir auf dem Kanal. Danke, danke, danke für den Support. Wieder ein Mitglied mehr. Dankeschön. Tschüss, Train-Fan. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao. Aber wem ich es halt dieses Jahr richtig gönne, ist Leverkusen. Ich hoffe, dass die nicht ein Spiel die Saison verlieren, die Europa League gewinnen, Meister werden, DFB-Pokal, also so ein Triple wäre schon wirklich genial. Und nächste Saison ist dann Xabi Alonso Trainer in München. Leider, das wird so kommen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Tja. Und dann ist Bayern erstmal auf Jahre wieder unschlagbar, weil der Alonso, der weiß schon, was er tut. Leider, leider. So wird es kommen. Dortmund hatte letztes Jahr seine Chance. Total verkackt. Dies Jahr Leverkusen macht das auf jeden Fall besser. 1, 2, 3, 4. Autosave. Schnell die Pause reinwerfen im Autosave. Gute Nacht, Ozin. Tschüssi. Zwei, die wir noch nicht ausgewählt hatten. Genau, können wir auch die passenden nehmen hier. Metronom. Zack. Ja, Herr Patrick, der Nichtskönner, der hat schon die Champions League gewonnen. Das kann wieder ein Nagelsmann von sich behaupten.
noch ein Xabi Alonso, noch ein Edin Terzic. Nee, Thorsten, das hat er nicht gesagt. Der Klopp hat definitiv abgesagt. Der Kloppo. Oh, Werbebeklebung Bombardier, das ist auch cool. Dann nehmen wir hier ein modernes NDS-Logo mit Fahrradabteil, mit Snackautomat. Und dann noch hier den. Lokomotive hinten dran. Und nehmen wir nochmal hier Niedersachsen-Ticket, weil es so schön aussieht. Und dann hätten wir 6 Züge auf der Linie. Wie heißt die Mod, in dem die ganze Stadler Kiss deine sind? Die hätte ich gerne für meinen Spielstand. Stadler Kiss, zweite Generation, glaube ich, ist das. Und dann Repaint Packs. Was ist deine Meinung zu RB Leipzig? Tja. Ich bin ja eher für Tradition, aber ich finde immer, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und was da teilweise abgeht, Gewalt ist halt nie eine Lösung, das sage ich mal. Nein, der ist nicht fest, aber die Bayern holen sich den. Die Bayern haben immer den Trainer bekommen, den sie wollten. Jupp Heynckes wird Bayern-Trainer. Ja. Für Transport für über 3 wünsche ich mir Witterungsbedingungen, manuelle Bedienung der Lok. Oh, ich glaube, das wäre auch eine coole Sache, ne? Das wäre wirklich mal mega. Was sind deine Wünsche zu TPF 3? Definitiv Zugtrennung, dann Rangieren, Zugüberholung, sowas wäre auch richtig cool. Bessere Performance, größere Karten, sowas wäre schon nicht so schlecht. Güterverkehr hatte ich vorhin ja schon gesagt, das dauert noch ziemlich lange. Erstmal der Personenverkehr. Ja, Thorsten, du weißt doch, wie so Statements sind. Mario Götze hat auch gesagt, er bleibt in Dortmund und 3 Wochen später hieß es, er wechselt zum Bayern. Autosave bedeutet, dass das Spiel automatisch gespeichert wird. Tschüss, Kermis-Fan, schön, dass du da warst. Klar, Geld regiert die Welt, natürlich. Was ist FP3? Thorsten? Ja, komm, wir setzen uns mal rein. Geht es heute noch nach Berlin? Eher nicht. Eine Schmalspurbahn nicht, aber wir werden auf jeden Fall irgendwann die nächsten Monate noch eine Dampflokstrecke hoch auf den Brocken schicken. Ja, Bastler, so sieht's aus. Transportfieber 3 meinst du? Wenn es überhaupt kommt, dann wahrscheinlich nächstes Jahr, denke ich. Klar, Turbo, mache ich mal. Das sind diese hier. Hier. Das sind die Booster. Das Terminal mit dem Prellbock? Doch. Stimmt. Das müssen wir ändern. Terminal 5. Was ihr immer alle seht, das ist auch Wahnsinn, ne?
Matti. Nein. Also eine Wirtschaftssimulation kann ja nicht eine Grafik haben, eine Unreal 4 Engine Grafik. Ich habe die Tausender verwendet. Könntest du dir Multiplayer für TPF vorstellen? Das könnte ja für verschiedene Gegner zuständig sein. Generell bin ich jetzt nicht so, also das ist so nicht weit vorne bei mir, Multiplayer. Ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das brauchst du unbedingt. Ist jetzt nicht so, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt nicht so. Bin eher so derjenige, der für sich selber baut. Ja, BR430, das liegt aber daran, dass wir hier eine Kapazitätsmod haben, ne? Also der ICE hat auch keine Kapazität von 906. Martin macht eine Raucherpause. Mit was hast du auf diesem Kanal angefangen? Mit Transport Fever 1. Machen wir hier mal eine kleine Busverbindung in Göttingen, dass wir hier schon mal so ein bisschen ÖPNV haben. Ja, stimmt, die Depots, die sollten wir hier mal verschwinden lassen. Einmal weg. Dann würde ich hier noch ein bisschen ÖPNV entlang der Strecke machen. Was hast du dabei? 135, sehr nice. Und dann kümmern wir uns mal um den Hamburger Hauptbahnhof. Das wäre vielleicht mein Plan, ne? Das wollte ich schon so ewig machen. So, hier drehen wir. Fahren hier oben lang. Fahren dann hier durch. Jetzt habe ich mich vertan. Wartet mal. Hier drehen wir. Hier lang, dann hier hoch, dann hier runter und dann hier wieder zurück. Genau. Da brauchen wir aber nur eine. Nur in eine Richtung. Gehört, Hamburg soll von den Passagieren her der größte Bahnhof Deutschlands sein. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, da gibt es größere, ne? Göttingen. Buslinie 1. Ja, aber Didi, du kannst ja nicht auf jeder Linie jeden schnelleren Zug kontrollieren. Ich meine, so ein automatisches System, das langsamere Züge, das das Spiel erkennt, von hinten kommt ein schneller Zug und der langsamere wird an die Seite gezogen. Das meine ich. Nehmen wir hier die Urbinos. Oh, die haben so wenig Kapazität, ne? Die hier sind halt gut. Nehmen wir hier die. Den. Und nehmen wir hier nur die gleichen. Mal 4 Stück. Zack. Naja, Hamburg-Altona ist auch gut, groß, Dominik. Also ist jetzt nicht so die Pfefferkörner. Ja, das kenne ich noch.
Hamburg-Altona ist sogar auch Fernverkehrshalt. In Kassel bräuchten wir so langsam auch mal ÖPNV, ne? Wäre vielleicht mal keine schlechte Idee, hier vielleicht auch mal eine Brücke drüber oder so. Oder ein Tunnel. Naja, Flixbus für einen innerstädtischen Verkehr ist jetzt nicht so angebracht. Nee, Martin, leider nicht. Die Klapperbusse klappern. Hier nehmen wir eine Brücke. Aber gerade, hier könnten wir eigentlich auch die Highwaybrücken hier nehmen, ne? S war das, ne? S passt. Hier drüber. Katzbock, mein Lieber. Schön, dass du reinschaust, mein Bester. Hoffe, du hast jetzt auch Wochenende. Bist fertig mit deinen Touren. Nochmal hier einmal eine Überquerung. 537.000 Besuchern pro Tag ist der Hamburger Hauptbahnhof der meistfrequentierte Fernbahnhof in Deutschland. Ja, das mit den Bahnsteigen, Baureihe 430, das ist auch so eine Sache, ne? Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch streame. Vielleicht noch eine Stunde, vielleicht noch anderthalb. So, und hier hinten, was machen wir hier? Hier wird es ja nicht noch eine Strecke geben. Oder vielleicht machen wir auch noch doch noch eine Strecke nach hier hinten. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall ziehen wir die Gleise erstmal raus, dass wir die Option haben, hier hinten noch eine Strecke hinzubauen. Wenn würde die ja hier hochgehen, Richtung Gießen. So, das kein Sound. Okay. Würdest du vielleicht noch mal ein Video zu Gleisvorfeld machen? Da habe ich doch schon zwei oder drei. So, mein lieber Trinker, aber denk mal an Bottrop. Da wolltest du noch eine Busverbindung machen. Ja, Tobi, genau. Das machen wir alles noch. Jetzt ist nur die Frage, wie wir hier drüber kommen, ne? Mike, du Verrückter, nochmal 2 € dagelassen. Vielen lieben Dank, lieber Mike. Ihr seid einfach die Besten. Euer Support ist einfach unfassbar. Ne, Patrick, ich war im Sommer in Köln an der Hohenzollernbrücke. Ich glaube, den Takt. Den schafft kein Bahnhof. Das ist wirklich krass. Ja, Sonderzüge machen wir eventuell auch noch. Oder die machen wir auf jeden Fall noch. Aber wir brauchen erstmal die ganzen Hauptstrecken. Das ist ja so ein riesengroßes Projekt. Ja, wie kommen wir hier rüber? Ich will hier keinen Bahnübergang hinmachen. Also das ist wirklich was ich gar nicht hier gebrauchen kann. Der Autosave kommt gefühlt alle 5 Minuten. Aber dabei ist er im 15-Minuten-Takt, da seht ihr auch, wie schnell die Zeit rumgeht. Ich brauche eine To-Do-Liste, ja, wie der gute Checko, ne? Also ich habe das alles im Kopf, was ich noch machen will. Berliner S-Bahn-Ring, Ruhrgebiet sind wir ja noch lange nicht durch. Mit den ganzen ÖPNV-Sachen. Ja. Dann Hamburger Bahnhof machen wir gleich noch. Ich will aber hier in Kassel zumindest erstmal ÖPNV machen. Tunnel, ja, habe ich mir auch gerade so gedacht, Thorsten. Dass wir hier in den Tunnel reinfahren. Machen wir hier einen Tunnel.
Wir machen hier auch eine Tram, was bedeutet, dass wir hier auch Tramlinien brauchen, Tramgleise brauchen. Fahren wir hier runter. Spitz. Ein Stückchen weiter hoch vielleicht. So. Nicht ganz so spitz da unten rein. So. Und raus. Rauskommen tun wir hier wieder. So. Pause. Nicht, dass das Spiel hier meint, wir müssten hier wieder Gebäude hinbauen. Und dann fahren wir hier rein in den Tunnel. Gucken, wie weit wir hier nach oben können. So. Zack. Genau. Hier einmal rum. Das wünsche ich mir übrigens auch für den Nachfolger, unterirdisches Bauen, dass es besser klappt. Kannst du bitte die Karlsruher Tram fahren lassen? Gibt es bei Steam? Ja, müsste ich mir auf die To-Do-Liste schreiben. Dann können wir das selbstverständlich machen. So, das hätten wir. Einmal hier Gras malen, sonst sieht das wieder so blöd aus. So. Ja, Jeff, das glaube ich dir. Und eine Heli-Rundlinie, ja, die können wir auch noch machen. Ozean, bist du wieder da? Kannst nicht schlafen? Oh Mann. Gut, das hätten wir. Schließen das hier an. Und dann machen wir hier nämlich auch eine Tramverbindung. Das machen wir aber gleich. Ich gehe jetzt nämlich erstmal wunderschön für. Aber wir fahren die andere Richtung, sonst fahren wir hier ja gleich nur durch den Tunnel. Ich gehe mal eben auch mir was gönnen für meine Lunge. Na, das ist ja blöd, dass wir nur in der Lok mitfahren können. Na gut, das ist ja. Da müssen wir doch in die andere Richtung fahren. Dann nehmen wir aber hier ihn hier. Da fährt die Lok nach vorne. Perfekt. So. Fahren wir hier drüber. Und dann bis gleich.
So, mein Lieben, da wäre ich wieder. Hoffe, die Fahrt hat euch bis hierhin gefallen. Schnell was gucken. Dip, dip, dip. Und dann machen wir weiter. Jetzt ist die Frage, was wollen wir machen? Erstmal machen wir Kassel, die Tram. Und dann ist die Frage, was wir machen wollen. Ja, das fühlt sich so langsam an, Schmickis, weil das reingesucht war. Freiburg gibt es hier nicht VL-Sports. Das geht nur bis Mitteldeutschland, bis nach Fulda. Stimmt, wir könnten Hannover auch mal auf der anderen Flussseite erweitern. Ja, wir könnten so viel machen. Nee, haben wir gar keine Flussseite. Aber wir könnten natürlich Hannover mal hier rüber machen. Ich mache gleich mal eine Umfrage, wenn wir Kassel fährt. Oder ich mache jetzt schon mal die Umfrage. Könnt ihr schon mal fleißig abstimmen. Eine Umfrage. Was machen wir noch? So. Wartet mal eben. Schon was gucken. Haben wir dann noch? Genau, dann stimmt mal gerne ab. Und ich mache in der Zeit die Tram hier in Kassel. Da brauchen wir natürlich hier auch über die Brücke auch. Ja, das war klar. Und dann so. Da müssen wir hier die Straße. Die Straße hier ein Stück versetzen, ne? Weil hier werden. Oder wir machen es so, dass die Tram dann hier lang fährt. Hier oben lang. So, und hier machen wir keine Tram. Da, so. Fährt die Tram hier lang. Genau, geht ja auch. Und die Tram fährt hier drüben, hier lang. Ist das nur zweispurig? Ah, das ist. Ach, das ist die dreispurige schon. Habe ich mich aber selbst durcheinander gebracht. Natürlich brauchen wir die vierspurige. Einmal hier lang, hier lang. Oh, hoffentlich geht das hier am Bahnhof vorbei. Das geht aber wunderbar. Fahren dann hier rum und hier in den Tunnel hinein. Perfekt. Wie hast du die Map eingefügt? Ich habe die runtergeladen und dann gestartet und ein neues Spiel. Das wird hier wieder gegenläufig. Hier ist die Steigung zu groß. Das ist auch immer blöd. Dann fahren wir hier hinten rum. Auch kein Problem. So. Fahren dann hier oben lang. Ach, Kassel ist schon echt gewachsen, ne? Also das ist schon. Ist auch die Steigung zu groß. Oh Gott. Kassel ist doch gar nicht so bergig. Hier unten rum. Hier durch. Und dann hier runter. Genau. Das ist ja alles im Einzugbereich. Kurz in den Chat gucken. Du könntest vielleicht mal den Hannoverer Hauptbahnhof in Hannover Hauptbahnhof umbenennen, das stimmt.
War, glaube ich, eine Mod-Vorstellung, musst du bei ihm auf den Kanal nachschauen. Ja, die Map ist auch unter jeder Folge verlinkt. Vielleicht eine Fähre, keine Sphäre, eine Fähre zwischen den beiden Köln-Seiten. Na, könnte man auch machen. Mach's gut, Patrick, und schön, dass du da warst. Die Umfrage sagt. Ui, die Nebenbahn. Okay. Das stimmt gerne nochmal ab. Jetzt bin ich gar nicht am Hauptbahnhof vorbeigefahren, ne? Ich bin auch ein. Doch, hier unten. Doch, hier unten. Können die Leute umsteigen. Muss reichen hier für Kassel. Tunnel, komme hier wieder raus. Einmal hier hinten rum. Hier oben sind zwar noch keine Häuser, aber die kommen noch schnell genug. Hier lang. Hier lang. Und dann noch hier. Und hier oben auch, weil da wird sich die Stadt auch hinbauen. Und machen hier noch zwei. Perfekt. Ihr habt abgestimmt, Daniel. Ihr habt abgestimmt. Da bin ich dran schuld. Nee, die Baureihe 420 habe ich tatsächlich noch nicht auf einer Linie fahren. Oh nee, nicht zweimal den Birkenweg. Einmal reicht. Das ist Kassel Tram. Linie 1 und dann nochmal die Gegenrichtung. Nach Cuxhaven, okay. Klar, Schmiggi, ist kein Problem und gute Nacht. Natürlich. Ich hatte darüber nachgedacht, die 420er im Pott fahren zu lassen, aber ist da jetzt doch nichts draus geworden. Schauen wir mal, da finden wir bestimmt noch irgendwo eine Linie, wo wir die fahren lassen können. Ah, nee, das war. Straßenfahrzeug, wir brauchen ja eher Tramdepot, ne? Qual der Wahl hier, ne? Was lassen wir fahren? Wie lange streamst du noch? Wie gesagt, mal gucken. Jetzt 10:30. Ich denke mal 11, Viertel nach 11. MGT 6D. Okay. Ja. Lassen wir die hier fahren, würde ich auch sagen, wenn der Autosave vorbei ist. Nee, eine Straßenbahn-Mod für Kassel gibt es leider noch nicht. Wäre ja, cool, wenn das mal jemand machen könnte. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Fünfmal. Linie 1. 1, 2, 3, 4. 5, Linie 2. In Kassel gibt es die Linie 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8 und ab und zu noch Linie 2 als Verstärkerlinie. Also 8. Ah, der Siemens C0. Der geht auch immer, ne? Tramstring, komisch. Der wird ja den falschen hier ausgewählt, ne? Noch irgendeine Haltestelle? Nö. 44% sind für die Nebenbahn nach Cuxhaven. Und 40% für den Hamburger Hauptbahnhof. Ihr könnt gerne noch abstimmen. Ich schaue derweil noch mal. Erfurt hat ja schon Straßenbahn. 167 macht auch gar nicht so viel Minus, ne? Göttingen hat jetzt Bus. Hannover. Können wir hier mal. Das stimmt schon. Hannover Hauptbahnhof. Machen wir erstmal die Nebenbahn dann, falls das gewinnt, und dann machen wir in Bremen den ÖPNV. Machen wir hier noch einen ÖPNV kurz. Regio-Tram gibt es hier, boah, das weiß ich gar nicht, RT1, RT4, RT5, 3 oder 4? Genau, RT1, 4, 5, genau. Warum es 2 und 3 nicht gibt, kann ich euch nicht sagen. Aber gibt es nicht. Was machen wir hier? Eigentlich brauchen wir gar nicht hier rüberfahren, ne? Ich würde sagen, wir machen hier eine hin, hier. Und dann fährt er hier zurück. Und fährt hier lang. Fährt hier hinten lang. Fährt hier durch. Fährt hier oben lang. Genau. Oldenburg, Buslinie 1. Hier können wir aber mal die Urbinos nehmen. Nehmen wir 5. Zack. Und dann schauen wir, was bei der Umfrage rausgekommen ist. 41 zu 42% für die Nebenbahn. Ich lasse es nochmal laufen bis um 40. Also noch 2 Minuten. Nimm doch für die Kassler Tram die oben Oberhausener MGT6D und lackier die in Blau. Dann sehen die aus wie die von Kassel. Das ist gar keine schlechte Idee, mein Freund. Geht das? Alle ersetzen. Oberhausen. Die hier. Nee, das geht nicht. Nee. Nee, das funktioniert leider nicht.
Früher hieß die RT1 noch RT3, da gab es die RT3, 4, 5, was mehr Sinn macht, warum auch immer das geändert wurde. Ja. So, ihr könnt noch abstimmen, eine Minute noch. Noch liegt die Nebenbahn vorne. Aber gerne könnt ihr das noch ändern. Stimmt gerne noch ab. So, sagte er. Und die Nebenbahn hat wirklich mit 1% gewonnen. Also machen wir die Nebenbahn. Mittlerweile haben wir übrigens 6,2 Milliarden. Am Anfang des Streams hatten wir noch 5 Milliarden. Mach's gut, Thomas. Schön, dass du dabei warst. Schlaf gut. Dann machen wir die Nebenbahn. Ist ja jetzt kein Thema. Fahren wir hier einmal durch. Ohne Oberleitung. Eingang am Kopfende keiner. Wie viel Meter nehmen wir hier? Nehmen wir 120, das reicht, ne? Hauen den hier rein. Achten. Stimmt, ne? Wartet mal. Das sind 98%, ne? Das ist ja seltsam, ne? Was haben wir hier an Bahnhöfen noch so? So was richtig Schönes, Altes haben wir gar nicht, ne? Und das hier, ja, weiß ich nicht. Wenn die einen Bahnsteig nehmen, ich finde die Texturen so komisch. 98%. Ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, würde ich da mal behaupten, ne? Das ist wieder echt lustig. Klar, Tobi. Immer gerne. Es gibt immer irgendwo ein bisschen Schwund. Nehmen wir den hier. Obwohl, er gefällt mir selber nicht. Ich habe ja extra in dem Jahr hier angefangen, weil mir die Bahnsteige einfach nicht gefallen, diese alten. Nehmen wir hier 85 hell. Das geht auch. Bauen den hier vorne hin. Hier würde ich auch gar keine Gebäude oder oder schönes altes wäre natürlich genial, ne? Schönes altes Gebäude. Mal gucken, was wir hier haben. Machen wir die Straße mal weg, bauen wir dann selber. Das ist doch recht nice, ne? Schönes altes Gebäude hier vor. Das gefällt mir. Ja, Stress ist tödlich, deswegen ohne Stress bauen ist immer besser. Und Stress macht man sich ja meist immer nur selber, ne? Nehmen wir das hier, das gefällt mir. Einmal hier rum.
Ja, Bonn ist zu groß für eine Nebenbahn. Bonn ist leider für eine Nebenbahn viel zu groß, aber da es eine Nebenbahn ist und das Ganze hier noch schön alt ist, machen wir hier nur Unterführung und zwar auch hier von, da können wir aber 1969 nehmen, also richtig schöne alte Unterführung. Und hier machen wir auch alte Sitzgelegenheiten von 1985 hin. Ja, da macht er auch die alten Bahnsteigsanzeiger, ne? Neben, da macht er tatsächlich neue. Das finde ich ja klasse. Auch keine Wartehäuschen, einfach hier so schön. Schöne alte. Das ist schön. Sehr, sehr cool. Und hier hinten in Cuxhaven. Wir wollten ja hier so einen Küstenexpress machen, ne? Groningen, Emden. Da würde ich aber eher Groningen, Emden, Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg, Lübeck und dann hier an der Küste entlang. Ne, weil wir ja eh hier Kopf machen wollen und dann hier einmal rum wollen, machen wir das so, dass wir hier Bremerhaven und Cuxhaven nur mit der Nebenbahn anschließen. Das ist vielleicht recht cool, dass wir hier reinfahren. Bahnhof. Auch die Standardgleise nehmen, ne? Kopfende. Dass wir den hier schön reinsetzen. So. Genau, auch die Holzschwellen nehmen. Das hier weg. Und hinten dran. Ein schönes älteres Gebäude, das hier. Oh, das ist doch auch schick, ne? Und an die Seiten. Ne, Luca, Berlin. Berlin ist heute mal nicht mit auf dem Plan. Ja, die Abstimmung war echt lustig, das stimmt. Einmal das. Passt das? Das passt nicht wirklich. Das dazu. Ist eigentlich ganz nett. Auf der anderen Seite machen wir einfach nichts. Mach's gut, Björn. Dir eine schöne Nacht und schön, dass du dabei warst. Und ja, nochmal Glückwunsch zur Kanalmitgliedschaft. Hier an die Seite machen wir mal so einen ebenerdigen Zugang, huh? Dass wir hier so Rampen komplett reinmachen. So. Wir machen hier einen Fußweg rein, der hier einmal komplett durchgeht. Hier würde ich das sogar mal anbinden. Genauso wie hier. Vielleicht gar nicht schlecht so. Nee, Markus, das hat nicht das Spiel geschrieben, sondern der Map-Ersteller. Schon wieder Autosave. Mach's gut, Martin, und ja, auch dir Glückwunsch für die Kanalmitgliedschaft. Mach's gut und schlaf gut. Hallo Thorsten, der Schwede, grüße dich. Gift bitte nicht spammen. Welcher Zug soll hier fahren? Ja, das ist eine gute Frage.
Das schauen wir uns dann gemeinsam an. Aber vielleicht mache ich so, dass ich mir da einfach 1, 2 aussuche. 1, 2, 3, 4 und ihr stimmt ab. Ach, schön ist anders hier, ne? Alles doch schon ziemlich... rein. Gefällt mir. Rennsemmel, der Zero Classic, Sächsische Schweiz. Ja. Grüße, Orek. Was hast du verpasst? Wir haben den Metronom in Gang gebracht. Aber sonst so richtig was verpasst hast du eigentlich nicht. Jetzt werden wir hier einmal die Strecke in Gang bringen. Aber natürlich ohne Oberleitung. Machen wir das komplett zweigleisig oder mit Ausweichstellen? Eins für komplett zweigleisig und zwei mit Ausweichstellen. Moin Tim. Ausweichstellen, dann machen wir das. Es war wirtschaftlich gesehen immer schwierig, aber gut. Machen wir dann hier. Na gut, das würde ich jetzt aber trotzdem zweigleisig lassen hier. Wir machen einfach dann zwei Terminals. Dann bauen wir das hier rum. An. Machen das ein wenig zweigleisig hier. Zack. Dann fahren wir hier erstmal aus Bremen raus. Na, wo ist denn hier der Bahnhof da? Hier habe ich auch Oberleitung drin, ne? Die möchte ich hier nicht. Naja, der Abstand hier zwischen Bremen und dem zweiten Punkt ist jetzt nicht so klein. Machen wir hier 120. Die Strecke nach Bremerhaven. Hallo Olper. Ja, Fahrplan-Mod ist, dann kriegt er hier gar nichts mehr zu sehen. Dann bin ich nur am Takten. Also das ist ja nichts, womit ich mich wirklich, also nee, dann wird es wirklich zur Wissenschaft. Klappt eigentlich auch so ganz gut. Dann hier einmal drüber. Schöne alte Brücke. Fahren wir hier drüber.
warum? Nehmen wir jetzt aber das Werkzeug vom guten Werner. Ein Bahnhof mehr in Bremen. Stimmt eigentlich, ne? Machen wir hier noch einen rein. Gute Idee, Daniel. Sehr gute Idee. Da würde ich aber fast sagen, der geht zweigleisig, der geht 160 Meter. Keine Oberleitung. Nehmen wir doch hier den. Oder wir nehmen den modernen Regionalbahnhof. Der geht auch. Nee, Schiffsverkehr auf den Flüssen plane ich nicht, nein. Eins für den modernen Regionalbahnhof und zwei für den Bahnhof Viersen. Boah, schon 2,5 Stunden live, krass. 2,5 Stunden schon. Viersen sagt der Matti, Viersen sagt der Lukas. Luca sagt 2, Mike sagt 1, Raphael 2, die meisten sagen wohl 2. Echt eine gute Idee, dass wir hier noch einen zweiten Haltepunkt reinbauen. Ja, es gibt auch Leute, die streamen fast 24 Stunden, aber das muss ich mir nicht als Beispiel nehmen. Und dann geht's weiter. Wie gesagt, ich muss auch noch ein bisschen was aufnehmen an Videos. Wenn ich das erst alles morgen Abend aufnehme, dann habe ich das Problem, dass ich das ja noch rendern und hochladen muss und schneiden und hast du nicht gesehen. Und dann wird das zu knapp, dann schaffe ich das nicht Sonntagabend. Ich würde fast sagen, wir lassen das so, ne? Dann haben wir hier eine Ausweichstelle, zwei Ausweichstellen. Das passt schon so. TPF3 kommt nicht, bevor die Karte beendet ist. Ja, man muss halt auch schlafen, genau. Irgendwann muss man das auch mal, das stimmt.
Ich bin keine Maschine, auch wenn ich mir manchmal wünschen würde. Ich wäre eine, manchmal würde ich mir aber auch wünschen, der Tag hätte einfach mal 5, 6 Stunden mehr. Das würde mir schon reichen. Sehr schön. Vor dem Bremer Hauptbahnhof würde ich noch eine machen. Boah, na gut, das ist aber der Zug fährt rein und bis er wieder raus ist. Das stimmt, ne? Dann machen wir das Ganze hier auch noch mal ein bisschen zweigleisig. Keine lange sein, so ein bisschen nur. Formsignale. Hauptsignal für Nebenstrecken. Boah, das ist schon sehr lang hier, ne? Mal gucken, wie die Fahrzeuge sich hier takten dann. Hey Luca, also ich muss dir mal reinziehen. Wir haben jetzt wie viele Folgen? 42 plus 3 oder 4 Streams, mindestens 2 Stunden. Das sind ja schon fast 24 Stunden. Also die Karte. Also wenn die Performance hält, mindestens über 200 Folgen. Ah, die 612er ist für die Nebenstrecke, glaube ich, ein bisschen zu übermotorisiert. Machen wir hier den Bahnhof noch schnell. Hier lassen wir die Fahrstühle, der ist modernisiert worden hier. Dann machen wir dann aber auch hier die neuen Sitzgelegenheiten von 1995. Oder dann in den 90ern modernisiert. Hier ist ja noch das alte. Hier haben wir eh den Bahnhof Viersen. Perfekt. Dann einmal die Linie einrichten. Zack, 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 zack. Das geht ja schnell. Das war klar. Bei der 4 machen wir alternative Terminals an. Hier passt es. Wieder nicht. Der Tag 5 Stunden mehr wäre es auch wieder zu wenig. Nebenbahn Bremen nach Cuxhaven. Bahnhof. Das schreiben wir mal aus. Bahnhof. Hier machen wir dann auch noch das V rein. Guter Einwand. Bremerhaven. Bahnhof. Ja, und was fährt hier? Das ist dann eine gute Frage, ne? Was lassen wir hier fahren? Machen wir erstmal Depots. Ich guck mal, was mir selber gefallen würde, und dann machen wir eine kleine Abstimmung. Nee, bei mir keine Akkuhamsterbacke, nein. Also, ich würde sagen, den Lind haben wir ja schon. Der fährt ja schon oben in auf Fehmarn rum.
Ich würde sagen, wir nehmen hier entweder. Was haben wir denn alles? Ich gar keine 628er aktiviert? Nee, ne? Die Rennsemmel. Schon mal die Umfrage starten. Was soll auf die Nebenbahn? Eine Baureihe 650. Nein, die nehmen wir nicht. Die 612 nicht, die 611 auch nicht. Ich habe die 628 gerade. Doch hier, da ist sie. Jawohl. Hui, hätte mich jetzt auch gewundert. Baureihe 628, 218er, warte mal, Baureihe 218 mit Silberlingen. Und was hätten wir noch im Angebot? Aber sonst. Oder den Siemens C0 Classic. Siemens NT0 Classic. Sehr gespannt. Bin sehr gespannt, was ihr abstimmt. Moin, hat jemand zufällig eine Ahnung, warum mein TPF2 seit dem letzten Update nach dem Laden abstürzt? Das liegt daran, weil deine Zimmertemperatur ein bisschen zu warm ist. Musst du 2 Grad kühler machen, dann stürzt es nicht mehr ab. Nein, Spaß beiseite. Ohne überhaupt irgendeine Info kann man dir da schwer helfen, mein lieber Vale. Das kann hunderte, wenn nicht sogar tausende Gründe haben. Wie gesagt, ohne richtige Infos ist das schwierig, dir da zu helfen. So, was sagt die Abstimmung? Uiuiui, das ist aber knapp. Stimmt mal weiter fleißig ab. Das ist knapp. Wir gucken in der Zeit mal nach dem Metronom. Da ist er auch schon. So viel Minus macht er gar nicht, ne? Ja, Common API, so geil diese Mod eigentlich ist, weil es gibt viele coole Mods, die damit funktionieren, aber ja, habe ich oft Probleme mit gehabt, gerade nach Updates, deswegen ist das bei mir nicht mehr aktiviert, schon lange nicht mehr. Deswegen kann ich auch keine Mods vorstellen, wie jetzt diese Tram-Haltestelle, die im Transportforum kam, die in der Mitte der Straße ist. Das kann ich nicht vorstellen, weil ich die Common API selber nicht nutze. Was nicht heißt, dass sie schlecht ist, habe ich mich einfach für entschieden, sie nicht zu benutzen. Vale, guck mal deine ST-Dout-Datei. Die findest du in deiner User-Data im Steam-Ordner. Da wird dir dann angezeigt, warum das Spiel abgestürzt ist. Uiuiui, Braunschweig ist aber hier. Jetzt geht's aber rund hier in Braunschweig, Mike. Hier ist ordentlich was los. Die Baureihe 628 mit 33%, 31% der D-Zero Classic. 24% die 218er mit Silberlingen und 13% die Baureihe 650. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch so, ja,
2 Minuten. Also nicht Stream, sondern die Abstimmung. Wahnsinn, die Strecke, ne? Lasst auch gern ein Like da, wenn noch nicht geschehen. Gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Aktiviert die Glocke, verpasst in Zukunft keine Videos mehr. Morgen ist auch wieder volles Programm mit 4 Videos, eventuell sogar 5. Übermorgen wird es auch eine Menge Videos geben. Morgen gibt es das 30.000 Abo-Spezial um 12 Uhr. Wir werden nostalgisch. Es geht zurück in die Vergangenheit. Mehr möchte ich nicht verraten. Dann gibt es morgen wieder Train Simulator, eine Folge der River Ridge Mountains Map und von der Hochbahn hier die Mitfahrt. So, dann beenden wir die Umfrage. Nee, kommt, stimmt mal ab. Wir haben Gleichstand. Die 628 oder und der Desiro Classic. Das ist natürlich jetzt schwierig. Gut, dann lassen wir es so. Und dann lassen wir das so. Und bei mir stand eben 30-30 für den D0 und für den und für die 628. Jetzt steht 29-29. Das gibt dann 58, 63, 73. Sind schon wieder bei 98%. YouTube, was ist denn da los? Lassen wir beide fahren. Ganz einfach. Der hat 140, 550. Da müssen wir, glaube ich, dem 628 so einen kleinen Boost geben. Aber nee, machen wir gerade. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir ja gar nicht, ne? Weil wir eh Ausweichstellen haben. Von daher ist das okay. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Farbe? Tja. Da wir eine moderne Spiel nehmen, wir Verkehrsrot. Die hat auch ein bisschen mehr Power hier. Nehmen wir die hier. 149 passt. Ein Wächter mal, mein Lieber. Du hast eine Menge verpasst. Wir haben die Strecke fertig gebaut. Von Erfurt über Kassel, Göttingen, Hannover, Bremen. Bremen hier, Oldenburg bis nach Emden. Und da fährt jetzt der Metronom. Und dann haben wir noch hier die Nebenbahn gebaut. Von Bremen über Bremen-Hemelingen, über Bremerhaven bis nach Cuxhaven. Da fährt jetzt die 628er und der Siemens Desiro Classic. So. Mein lieber Wächter im All, auch ein sehr, sehr treuer Zuschauer, der auch immer sehr, sehr gute Tipps gibt. Jetzt aber wirklich gute Nacht, Ozi. Ich hoffe, du kannst schlafen. Ja, ich denke auch Lightning McQueen, dass die da runden. Wo baue ich in Meo? Was ist Meo? Ach so, in deiner Gegend, okay. Zu früh auf Enter gedrückt. Doppelstock Siemens. Meinst du den Desiro Classic, den Desiro HC? Nee, das ist ja nicht der.
Desiro Classic. Und der Desiro HC kann hier gar nicht fahren, weil er ja Strom braucht. Wir sind ja hier auf einer. Und diese Strecke, der Lind, der fährt ja schon in der anderen Gegend. Ich würde aber sagen, boah, wie viele Fahrzeuge machen wir hier? Vier oder drei? Vier oder drei, vier oder drei. Schwierig, ich glaube, drei reichen erstmal, ne? Machen wir erstmal drei. Nehmen wir hier noch eine 628er. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Na. Nehmen wir noch eine Mintgrün. Habt ihr euch ja gewünscht. Das ist die falsche, die hier. Vier, drei, vier, drei, vier, drei, acht. Der Luca will 8. Ich denke, 3 reichen erstmal. Städtchen sind ja auch nicht sehr groß hier. Das ist schon okay so. Super. Allein heute haben wir fast 200.000 Passagiere hier. Transportiert ist absolute Wahnsinn. Ne? Absoluter Wahnsinn. Steigen wir mal ein hier. Steigen wir hier ein. War nicht schlecht, einmal falsch rum. So. Ja, habt ihr noch Fragen? Wollt noch was wissen? Dann immer her damit. Hier kommen dann natürlich auch noch Vegetation hin. Und ich verspreche euch, hoch und heilig, hier im Stream, 120 Leute sind meine Zeugen live. Die nächste Folge, die wahrscheinlich dann am Dienstag erscheinen wird, ist der Hamburger Hauptbahnhof. Eine Folge, wo wir nur den Hamburger Hauptbahnhof ausgestalten werden. Vielleicht auch schon mal die Gleise rausziehen, damit die Stadt da, da müssen wir eh noch ein bisschen abreißen, weil die Stadt da schon alles zugebaut hat. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. War mal wieder absolut Bombe mit euch. Natürlich danke an jeden, der hier donated hat, an die neuen Kanalmitglieder. Sehr, sehr schön und sehr, sehr mega euer Support. Das macht einfach immer wieder Spaß mit euch. Lok Lukas natürlich hatte dieselbe Hupe, da ja, sie schon immer dieselbe Hupe hatte. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Ich freue mich auf euch morgen, wenn ihr meine Videos eventuell schaut, die morgen kommen. Und dann mal gucken. Anfang der Woche ein Stream zur neuen Strecke in Trains in World 4. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber eventuell, aber das kündige ich dann früh genug an. Ich bedanke mich bei euch. War wieder ein wunderschöner Abend. Wunderbar. Jurassic World Evolution bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das nächste Woche schaffe, aber das geht nicht unter. Das werden wir auf jeden Fall weiterspielen. Definitiv. Und
wird es auch wieder geben. Links ist übrigens Helgoland da hinten zu sehen, auch sehr cool. Müssen wir dann auch mal gucken, dass wir das mal anschließen per Schiff. Ja, Metronom kommt auch eine Führerstandsmitfahrt, selbstverständlich. Aber alles nach und nach. Jetzt kommt nochmal der Autosave, perfekt hier zum Abschluss. Sehr, sehr cool. Dann war es das für heute. Sehr angenehm mit euch immer. Wenn der Autosave vorbei ist, beenden wir das Ganze. Dankeschön für alles und schön mit Ö. Macht's gut. Ciao, ciao.